Am kommenden Mittwoch veranstalten die Paracelsus-Kliniken Zwickau und Adorf ein Medizinforum für jedermann. Im Bürgersaal des Rathauses geht es diesmal um Gefäßerkrankungen. Ohne Blut geht's nicht gut, lautet der Titel der Veranstaltung. Das Forum beginnt zunächst mit Fachvorträgen, die auf das Thema einstimmen sollen. Aber alles leicht verständlich, damit auch Nichtmediziner mit diesem wichtigen Thema vertraut gemacht werden können. Wir haben unser Medizinforum unter das Thema gestellt, ohne Blut ist nicht gut. Und wir wollen dabei über die Probleme von Gefäßerkrankungen sprechen. Jeder fünfte erwachsene Deutsche leidet an einer Gefäßverkalkung und damit verbunden sind dann die Durchblutungsstörungen. Und die meisten Patienten wissen das gar nicht. Viele wollen es nicht wahrhaben und gehen deswegen nicht zum Arzt. Wir wollen bei diesem Forum keine großen wissenschaftlichen Vorträge halten, sondern einfach den Patienten oder den Bürgern von Zwickau die Problematik dieser Gefäßerkrankung näher bringen, wollen erste Symptome aufzeigen, dass die Patienten erkennen, habe ich so eine Gefäßerkrankung, wollen Möglichkeiten der Behandlung aufzeigen und auch Alternativen. Zu dem Medizinforum sind nicht nur alte Menschen eingeladen. Auch in jüngeren Jahren kann es Probleme geben, vor allem bei Leuten, die einer Risikogruppe angehören. Also das betrifft auch junge Menschen. Auch junge Menschen haben Durchblutungsstörung. Vor allem die Raucher und die Diabetiker. Gerade da sollten sich schon junge Menschen untersuchen lassen. Natürlich ist es schon eine Erkrankung des älteren Menschen. Und je älter die Menschen werden, umso häufiger wird auch die Erkrankung. Aber wir haben auch Patienten um die 40 und jünger, denen wir, weil sie zu spät gekommen sind, zum Beispiel eine Zehe oder ein Bein amputieren müssen. Das Medizinforum soll die Menschen für dieses Thema sensibilisieren und es soll aufklären. Neben den Vorträgen besteht auch die Möglichkeit, sich direkt an einen der Mediziner zu wenden. Ja, genau, das ist ja unser Anliegen. Wir wollen nicht nur Vorträge halten und unser Wissen daher beten, sondern wir möchten gerne mit den Bürgern von Zwickau, mit den Betroffenen oder mit den Interessierten diskutieren, möchten all ihre Fragen beantworten, denn ich denke, da gibt es noch viele offene Fragen und wir wollen so versuchen, gemeinsam mit den Patienten zu verhindern, dass eben solche Extremfälle, die dann in einer Beinamputation enden, entstehen, sondern dass man vorher schon was tut und das gar nicht erst so weit kommt. Das Medizinforum beginnt am 23. Oktober um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Etwa 2 Stunden lang werden die Fachvorträge gehalten, danach bestehen Gesprächsmöglichkeiten. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.